Voll der Wahnsinn. Mit der ganzen Fußballmannschaft getrieben. Ist getroffen. Da also war das besondere Mädchen, von dem meine Mutter gesprochen hatte. Es war wie liebliche Musik. Leonie. Wo geht sie bloß hin? Was? Na los, sag endlich was. Meine Begeisterung. Ein Theaterliebhaber, hm? Genau. Ich spiele Julia, die tragische Heldin der Geschichte, in die sich jeder unsterblich verliebt. Berühr sie! Gut gemacht. Und jetzt küss sie! Was machst du denn? Hey! Tja, wenn du dich mal für das Stück angemeldet hättest, als ich dich darum gebeten habe, dann hätten wir zusammen üben können. Hast du aber nicht. Also habe ich jetzt jemand anderes, der mit mir übt. Na, wer sagt's denn? Du musst eben nur auf mich hören. Auch noch ausfallen würde? Ich? Sicher nicht. Dann Leonie? Wird für mich nicht nur der Ersatzidiot für Romeo? Nein. Aber er ist dann tot. Dann habe ich gar nicht gedacht. Also, schön, Leute. Kommt, alle in Position. Ab heute sind auch wir zu zweit. Alles getrunken? Und nicht einen freundlichen Tropfen? Boah, ist ja der Hammer! Endlich spricht er auch zu mir. Ich will deine Lippen küssen. Vielleicht hängt noch etwas Gift daran.